Außerdem waren unsere Truppen mit dem Bürgerkrieg beschäftigt. Ich fürchte, ich habe noch eine weit beunruhigendere Nachricht. Der Erzdämon hat sich gezeigt. Der Drache treibt die Horde an. Erbauer, steh uns bei. Und wir können nicht in 2 Tagen in Denerim sein. Wir müssen zur Hauptstadt marschieren. Auf der Stelle. Denerim muss gehalten werden. Koste es, was es wolle. Vielleicht nicht. Aber wichtig ist doch nur, dass wir wissen, wo der Erzdämon sein wird. Wenn wir den Erzdämon nicht töten, spielt es keine Rolle, ob Denerim gerettet oder die Horde aufgerieben wird. Und nur die grauen Wächter können den Erzdämon bezwingen. Deshalb müssen wir gehen. Dann marschieren wir. Und hoffen, dass die Armee, die wir hier versammelt haben, stark genug ist. Arl Eamon, wann kann die Armee aufbrechen? Bei Tagesanbruch, Majestät. Dann gebt den Befehl. Je länger wir zögern, desto länger ist Denerim der Gnade der Horde ausgeliefert. Das ist eine gute Frage. Dann wisst ihr es nicht? Natürlich nicht. Ihr seid beide unerfahrene Rekruten. Duncan hätte nicht erwartet... Ich lasse sofort zum Aufbruch blasen. Sobald wir marschbereit sind, melde ich mich. Ausgezeichnet. Ich würde gern mit euch und Alistair sprechen, bevor ihr zu Bett geht. Es gibt Dinge, die wir bereden müssen. Ich schicke jemanden, der euch eure Gemächer zeigt. Ihr solltet euch ausruhen, solange ihr könnt. Wie wir alle. So sitzt nun Logans Tochter auf dem Thron und die Farin-Linie ist durchtrennt. Ihr hattet sicher Gründe für euer Verhalten, Wächter, aber ich wünschte, es wäre anders verlaufen. Anora ist eine ehrbare Frau, aber sie ähnelt ihrem Vater sehr und irgendwann werden wir sicher feststellen, was das genau bedeutet. Wir haben Boten nach Orlais geschickt. Mit etwas Glück schickt die Kaiserin. Andererseits ist es ebenso gut möglich, dass sie Ferelden bereits als verloren abgeschrieben hat und die Verteidigung ihres Reichs vorbereitet. Vielleicht erreichen uns die grauen Wächter von Orlais rechtzeitig, aber verlassen sollten wir uns darauf nicht. Und? Gibt es Nachrichten aus Orzammar? Hat Haus Claret seine Männer geschickt oder nicht? Sie halten uns hin, also nein. Die Fehde der Häuser Claret und Rumold ist wieder aufgeflammt, seit ihr Sohn in den tiefen Wegen den Tod fand. Es ist nur natürlich, dass sie auf ihr Recht, sich zu verteidigen, pochen. Ein guter Zeitpunkt, um wieder mit dem Unsinn anzufangen. Ich hätte gute Lust... guten Abend, grauer Wächter. Ich wusste nicht, dass ihr noch wach seid. Das könnt ihr laut sagen. Und nur weil eines der Häuser sturer ist als der Fels, aus dem es entsprungen ist. Wenn diese Verderbnis erst einmal vorbei ist, wird in der Versammlung abgerechnet. Sie hoffen vermutlich, dass wir alle draufgehen. Wenn das passiert, steht in Orzammar eine gewaltige Streitmacht. Stark genug, um der dunklen Brut alleine zu trotzen? Das ist genau derselbe Mist, der uns nach Andrins Tod in die Scheiße geritten hat. Es war unser Glück, dass ihr euch entschlossen hattet, nach Hause zu kommen, grauer Wächter. So sehr ihr unsere Hilfe gebraucht habt, wir hatten die eure nötiger. Als dann, ab zum Lager mit euch beiden. Aber betrinkt euch nicht allzu sehr. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Wunderschönen guten Abend, grauer Wächter. Und viel Glück auf dem Schlachtfeld. Genau so wird es geschehen.
Wie ihr wünscht. Da seid ihr ja. Mal sehen, was Riordan uns zu sagen hat. Ihr seid beide hier. Gut. Zuerst, ich nahm an, ihr wüsstet es schon. Sonst hätte ich es euch schon erzählt, als ihr mich in Denerim befreit habt. Tut mir leid. Worum geht es? Wofür entschuldigt ihr euch? Habt ihr euch jemals gefragt, warum die grauen Wächter gebraucht werden, um die dunkle Brut zu besiegen? Genau so ist es. Der Erzdämon kann wie jedes andere Wesen der dunklen Brut erschlagen werden. Aber nur ein grauer Wächter kann ihm den Todesstoß versetzen. Andernfalls geht die Essenz der Bestie auf ein anderes Wesen der Brut über und wird in dessen Leib wiedergeboren. Der Drache ist also unsterblich. Wird der Erzdämon aber von einem grauen Wächter getötet, geht seine Essenz auf eben diesen Wächter über. Anders als die Wesen der dunklen Brut sind graue Wächter keine seelenlosen Hüllen. Die Essenz des Erzdämons wird vernichtet. Und leider auch der graue Wächter. Das heißt, der graue Wächter, der den Erzdämon tötet, stirbt? Ja, mit dem Erzdämon endet auch die Verderbnis. Das ist der einzige Weg. Wir halten es aus demselben Grund geheim wie das Beitrittsritual. Wer würde freiwillig ein grauer Wächter werden, wenn er wüsste, was ihn erwartet? Aber es muss graue Wächter geben. Ohne uns gäbe es keine Hoffnung. Soweit wir wissen, springt die dämonische Essenz automatisch über. Wenn also keiner von uns die Bestie erschlägt, war alles umsonst. Es gibt keinen anderen Weg, so leid es mir tut. In der Vergangenheit bestimmte stets der Älteste der grauen Wächter, wer den tödlichen Schwertstreich führen durfte. Wenn es irgendwie geht, werde ich dem Dämon den Todesstoß versetzen. Ich bin der Älteste. Und kann der Verderbtheit nicht mehr lange trotzen. Aber falls ich scheitere, fällt die Tat euch zu. Wenn wir der Verderbnis nicht jetzt Einhalt gebieten, wird Ferelden untergehen, bevor sich die grauen Wächter neu sammeln können. Vergesst das nicht. Aber Schluss damit. Morgen ist ein wichtiger Tag und die Nacht ist kurz. Kehrt jetzt besser in eure Gemächer zurück. Ich melde mich bei euch, sobald die Armee marschbereit ist. Bald hat das alles ein Ende. So oder so. So ist es, mein Freund. So ist es. Ihr solltet versuchen, etwas Schlaf zu finden. Kein Grund zur Beunruhigung. Ich bin's nur. Mir geht es gut, aber ihr seid in Gefahr. Ich habe einen Plan, einen Ausweg, ein Schlupfloch. Ich weiß, was geschieht, wenn der Erzdämon stirbt. Ich weiß, dass ein grauer Wächter sich opfern muss und dass ihr dieses Opfer sein sollt.
Ich bin hier, um euch zu sagen, dass das nicht so sein muss. Ich weiß sehr viele Dinge. Wie ich dazu kam, ist unwichtig. Es geht darum, was ich euch anbieten möchte. Ich biete einen Ausweg an. Einen Ausweg für alle grauen Wächter. Es muss kein Opfer geben. Ein Ritual, begangen am Vorabend der Schlacht, im Dunkel der Nacht. Es ist alte Magie, aus der Zeit vor der Gründung des Zirkels der Magie. Manche würden es Blutmagie nennen, aber das ist für jemanden wie euch wohl kaum von Belang. Ich schlage Folgendes vor. Überredet Alistair, das Lager mit mir zu teilen. Hier und jetzt. Und aus diesem Ritual wird ein Kind in mir entstehen. Das Kind wird die Verderbtheit in sich tragen. Und wenn der Erzdämon erschlagen ist, wird seine Essenz das Kind suchen wie ein Leuchtsignal. In diesem frühen Status kann das Kind die Essenz aufnehmen, ohne zu vergehen. Der Erzdämon bleibt vernichtet und kein grauer Wächter muss dafür sein Leben geben. Überhaupt nicht. Aus ihm wird etwas völlig anderes. Ein Kind, das die Seele eines alten Gottes in sich trägt. Wenn das getan ist, darf ich mich entfernen. Und ihr werdet mir nicht folgen. Niemals. Ich kann das Kind so erziehen, wie ich es für richtig halte. Selbst wenn man Riordan dazu überreden könnte, wäre er ungeeignet. Ich brauche einen, der noch nicht lange verderbt ist. Er muss es sein, und zwar heute Abend. Das war der Plan meiner Mutter, als sie mich mit euch ziehen ließ. Sie hat mir das Ritual gegeben und mir gesagt, was ich tun soll. Das überrascht euch doch nicht, oder? Habt ihr euch nie gefragt, warum Flemeth euch das Leben gerettet hat? Das war der Grund. Entscheidend ist, dass ich euch das jetzt anbiete. Es wird funktionieren und euch das Leben retten. Wie ihr wünscht. Nach nur einer Nacht gibt es eigentlich noch gar kein Kind. Aber nein, ihm passiert nichts. Es wird nur verändert. Was ich will, ist die Essenz des alten Gottes, wie er früher war, und nicht die finsteren Mächte, die ihn vergiftet haben. Manche Dinge in dieser Welt verdienen es, erhalten zu werden. Denkt darüber, was ihr wollt. Das möchte ich euch nicht sagen. Das Kind wird die Freiheit für eine uralte Macht repräsentieren. Die Möglichkeit, ohne die Verderbtheit wiedergeboren zu werden. Ist das nicht Grund genug? Ich werde das Kind fernab der Gesellschaft aufziehen und es Respekt vor seiner Abstammung lehren. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Das wird er ohne Zweifel wollen, aber das geht nicht. Mehr verlange ich nicht. Habt ihr euch entschieden? Eine weise Entscheidung. Ich werde hier warten, bis ihr mit Alistair gesprochen habt. Hoffentlich könnt ihr ihn überzeugen. Ihr könnt also auch nicht schlafen? Ich habe vorhin Morrigan vor eurem Zimmer gesehen und ihr Blick war eiskalt, selbst für ihre Verhältnisse. Ist irgendwas? Das habe ich jetzt davon, König zu sein. Alle bringen einem ständig schlechte Nachrichten. Also, worum geht's? Wild gewordene Ratten? Kein Käse mehr? Ich kann es ertragen. Geht es vielleicht noch dramatischer? Nun sagt es mir schon. Ihr spricht vom...